Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cry of Fear. Ich bin ein klein wenig müde, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Und was muss ich jetzt... Das da. Das obere. Das obere muss ich jetzt laden. Wenn ihr das Spiel selber spielt, würde ich euch eher dazu raten, nur ein Safe Game zu betreiben. Und nicht mehrere. Aber wegen der Aufnahme brauche ich mehrere. Und weil ich hin und wieder privat auch mal was ausprobiere. Im Sinne von, tut das weh? Tot. Ja, danke, Spiel. Wir wissen schon lange, dass wir die Sniper haben. Und wir müssen hier jetzt entlang. Also machen wir das auch. Und. Okay, das war ein bisschen scheiße. Jetzt hat's. Draußen ist es windig. Das haben wir schon in der letzten Folge festgestellt. Und wir müssen hier rüber. Das haben wir noch nicht in der letzten Folge festgestellt. Hallo, Stromkasten. Da ist eine Leiter. Machen wir jetzt Parcours, Simon, oder was? Wir sind auf dem Dach. Wartet unten was auf uns? Ja, und da hinten. Moment. Freundchen! Tschüss. Und du da hinten? Moment. Warte mal kurz auf mich. Ich hab's gleich. Eine Sekunde noch. Ups. Ach, egal, ich hab getroffen. Das war jetzt aus Versehen. Wirklich, ich schwör's. Mehr oder weniger. Gut, ich schau mal, ob wir das auf das Dach springen können. Warum? Weil ich gerne rumexperimentiere und ich habe irgendetwas gemacht, dass ich, wenn ich müde bin, dann bin ich nicht wie die anderen. Ich bin da nicht so. Ich bin eher. Ich rede sehr schnell. Und ich möchte irgendetwas Verrücktes machen. Hallo! Huch! Okay, jetzt habe ich gerade ein bisschen Kacke gezielt und geschossen, aber das ist mir egal, weil ich bin müde. Ich darf Kacke zielen und schießen. Und da drüben liegt Munition. Also, von dem her ist es auch nicht so schlimm. Money, Money, ey, Money! Was? Wir sind voll? Dann nehme ich lieber das ganze Magazin mit, wie diese paar Schuss. Auch wenn ich weiß, dass wir sie jetzt verloren haben. Und wir sie vermutlich früher oder später noch brauchen. Was ich aber bewundere, in diesem Kapitel hatten wir noch keinen Bosskampf. Das bewundere ich. Und weiter. Mein Hals tut ein bisschen weh. Bin immer noch krank. Aber immerhin bappen meine Lippen nicht mehr. Ich habe diesmal den Lippenbalsam weggelassen. Und ich glaube, das wäre eine gute Entscheidung. Oh, noch eine Leiter. Ich glaube, in Parcours kommen keine Leitern, deswegen doch nicht Parcours, Simon. Oh. Sophie? What the hell are you doing here? Oh, hi, Simon. What? I don't understand anything now. What is it that you don't understand? What do you think? Leise. The whole fucking Das city ist is crawling with leise. Redet lauter. Monsters and I'm just Bam. I mean, suddenly you just turn up on these rooftops? What are you doing here? Are you hurt? Monsters? Simon, you're scaring me. Scaring? What the fuck? This is just sick. Well, maybe it's just. Let's talk about something else. How have you been? I don't know. I'm just confused. You? Not too bad, thank you. Better now that you're here. Yeah. I'm glad you're here too, Sophie. I've been alone all this time. I see. Sounds tough. But what about yourself? Why are you here? Are you hiding up here from those things? No. I really don't understand what you're talking about. I'm just thinking. Thinking? Yeah, I've been doing a lot of that too. Do you remember how you got here? I don't know. No, because I woke up myself, but it wasn't an alley and. Wait, I can probably show you! No, hush, Simon. Can't we just sit here for a while? Yeah. Sure. Yay!
Oh, es geht weiter. Do you want to know something? Yes. Yes, I do. I want to know just what in the fuck is going on here. Is it about that doctor guy? In the gas mask? Doctor? Simon, please. No, I mean about school. Oh. Yeah? What? Well, I don't know if you knew, but I always had a hard time at school. You were pretty much the only guy who was kind to me. I never said it, but I really want to thank you for making my life a little bit more bearable. You're a cute guy, Simon. Yeah. Yeah, you did have it pretty rough. Thank you. Yeah. I guess I helped you because I liked you. You were one of the prettiest girls at school, and I don't know, I guess I wanted to protect you. I don't love you, but I think I could if we got to know each other better. You're so beautiful, Sophie. Why haven't you said anything? I never had the courage. I mean, I wasn't exactly the toughest kid in school, was I? But now we're here alone, I feel stronger. I've always liked you, Sophie. Oh, Simon, I don't know what to say. I always liked you too, but not in that way. I always thought that you were just a friend, nothing more. I'm sorry. But, oh shit. Damn, so much stuff has happened lately. All this craziness, the darkness and the monsters. I think I'm going crazy. I'm so glad I found you. I know. A lot of things have been going on lately. Yeah, really. Feel so long. Was it you who tried to phone me, by the way? Yeah. I wanted to talk to you. To get away from it all. Oh, but what? Out here? No, away from everything. Away from all this. Was hat er vor? What do you mean? You know full well what I mean. Wait a sec. You mean all... No! 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 Sag's doch noch öfter. No! 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 Sophie, why did she? What the fuck? What the fuck? This isn't making any sense. Ew. Ew. Was ist das? Was it you who made her do it? Why? Simon? Why? You sick fuck! Okay. Ich versetze mich mal kurz in seine Lage. Stör! Hallo? Ew, was ist das? Das sind irgendwelche Köpfe nach uns. Oh, ich sollte vielleicht mal nachladen. Der wirft mit irgendwelchen Hochfallstaste. Keine Ahnung, wie der heißt. Zarkas oder so ähnlich. Auf jeden Fall wirft er mit irgendwelchen komischen Dingen nach uns. Und er muss sterben, also töten ihn mal. Je. Was ist das, was er da unter uns wirft? Sind das Köpfe? Ich hoffe, das sind keine Köpfe. Du musst sterben, damit ich die Folge rechtzeitig beenden kann und ich muss wieder nachladen. Obwohl, die haben jetzt so lange geredet. Nein, kommt nicht auf mich zu, ihr ekligen Dinger. Das sind Köpfe. Ich habe ein Gesicht gesehen. Und alles, was ein Gesicht hat, ist ein Kopf. Zumindest auf meiner Biologie. Was macht überhaupt so Geräusche? Es würde ihn niemand ersticken. Und okay, der sieht nicht gerade so aus, als hätte er eine ziemlich gute Lunge, aber... Tr-
Trotzdem. Nachladen. Ey, Freundchen, komm nicht auf mich zu. Okay, da ich seinen Namen nicht aussprechen kann, sage ich einfach, das ist Gerd. Gerd, bleib weg. Und. Ja. Hallo? Geht doch. Yay! Da ist Cola. Yay! Okay, Schluss. Ah, mein Hals. Hey, die Straße kennen wir. Und ich glaube, ich sollte da nicht runterfallen. Und da liegt Sophie. Hm. Passiert. Müssen wir jetzt zurück? Ey, du willst mir nicht erzählen, dass wir jetzt zurück müssen. Oh, Mann. Konnten wir hier runter? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, nein, wir konnten etwas weiter hinter runter. Da war ja eine Leiter, oder? Ja, hier. Hier irgendwo und... Eigentlich kann ich dieses kleine... Da war eine Leiter. Und eigentlich könnte ich das kleine Stück runterspringen, aber ich will nicht verletzt werden und unnötig eine Spritze missbrauchen. Nur weil wir uns ein bisschen den Fuß umgeknickt haben oder uns ein Fingernagel abgebrochen ist. Da ist jetzt eine Leiter, aber... Okay, war gar nicht so schlimm. Und dann kommen wir jetzt da hoch. Die sind ja auch witzig. Das heißt, ich muss runterspringen. Aber sobald der feine Herr sich auf irgendeine Art und Weise wehtut, dann müssen wir eine Spritze benutzen und ist auch ein bisschen kacke. Zähl mal 1 plus 1 zusammen und ich muss auf die Taste drücken. Komm schon, ich muss meine Folge rechtzeitig beenden. Also irgendwie... Das war zwar jetzt ein Bosskampf, aber der war irgendwie unspektakulär, finde ich. Jetzt können wir es mitnehmen. Der war wirklich irgendwie unspektakulär, der Bosskampf. Da war ja sogar Kettensägenklaus. Ups. Ups. Ich glaube, ich muss den Bosskampf nochmal machen, oder? Ja, muss ich. Ich schneide mal ganz kurz. So, da sind wir wieder. Ich habe den Boss gerade eben wieder besiegt. Diesmal habe ich etwas Leben verloren, aber nicht zu viel Munition. Wir springen rüber und diesmal bin ich nicht runtergefallen. Ich schlaubi und... Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Ich habe echt keine Ahnung. Müssen wir jetzt hier rüber springen? Okay. Ich habe irgendwie... Wo müssen wir jetzt hin? Rüber, oder? Ich bin gesprungen. Warum springt er nicht? Jetzt springt er. Gut, Ach Mann, ich hatte gerade so einen schönen Redefluss und den habe ich jetzt verloren. Wir speichern auf jeden Fall. Da unten. Der Wind wird wieder so laut und... Ich bin froh, dass man die Filmsequenzen überspringen kann, weil sonst hätte ich wirklich einen Anfall gekriegt. Das blieb mir zum Glück erspart. Und jetzt sollen wir einfach zurück. Die Tür bewegt sich nicht. Ich verstehe gerade den Sinn und Zweck noch nicht so ganz wirklich, aber... Na gut. Ich meine, wir sind aufs Dach gegangen. Sophie ist gestorben und jetzt müssen wir wieder zurück. Ja. Das verstehe, wer will. Ich will es nicht verstehen, also tue ich es auch nicht. Oh, jetzt habe ich meinen wunderschönen Redefluss verloren. Kamera. Mein Redefluss und... Menu. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil jetzt kann ich nicht mehr so viel reden und... Können wir so ihre Leiche? Ja, können wir. Da liegt sogar was für uns. Nanu? Sophie. Simon, let me go. I love you, Sophie. I have to leave. Please. I fucking love Just you. Just let me go, Simon. Was war das? Kapitel 4. Ertrunken in Sorgen. Ich ertrunken. Ja, ich weiß nicht, was Sorrow heißt. Schlüsselkarte.
Ich glaube, ich weiß sogar für wo. Wir müssen weiterhin zurück. Ich sag jetzt einfach Drowned in Sorrow. Normalerweise übersetze ich alles, aber dann müsste ich das eigentlich übersetzen in ertrunkenen Schuldgefühlen. Heißt das Schuldgefühle? Ich habe keine Ahnung. Ich speichere nochmal. Ihr kennt mich. Wenn ich die Möglichkeit habe zu speichern, dann nutze ich sie. Gut, da steht keiner, der meint, hallo, gibst du mir eine Umarmung? Oder einen Kuss? Oder sonst irgendwas, damit ich, keine Ahnung, Kekse naschen kann auf dem Klo? Ist das jetzt offen? Nein, es ist immer noch verschlossen. Aber das heißt, dass wir da auch bald durchkommen. Und jetzt müssen wir wieder durch den Gustav Dahl Park. Also, wir laufen an Mülleimer und Fahrrädern vorbei. Und an Kisten und Müllsäcken und Schildern. Lag da was? Ja, eine Spritze. Die sind alle neu gespawnt. Cool. Durch. Mein Hals. Autsch. Ja, mit einer Schlüsselkarte ist hier bitte. Du hast die Tür aufgeschlossen. Schön. Oh, jetzt habe ich meinen Redefluss verloren. Ist das eine Spritze? Nein, das ist ein Kugelschreiber. Na gut, die kannst du dir auch in den Arm rammen, nur bringen sie nicht so besonders viel. Wie eine Spritze. Ich kann nicht noch mehr Munition mit dir tragen. Ich habe viel zu viel Munition. War ich etwas so sparsam am Anfang? Der Aufzug steckt fest. Ich kann ihn nicht benutzen. Schön, dass du das nicht kannst. Hm, die Tür bewegt sich nicht. Ja, schön, dass sie sich nicht bewegt. Ich versuche irgendwie witzig zu wirken. Ich weiß, ich bin nicht witzig. Ich habe meinen Redefluss verloren und das nervt mich jetzt halt voll. Ich opfere diese paar Kugeln, um ein ganzes Magazin mitzunehmen. Leute, versteht mich, wir sind voll an Munition und deswegen. Ich weiß, dass wir die Kugeln verlieren, aber lieber diese paar Kugeln, obwohl schon viele Kugeln waren, als das ganze Magazin. Haben wir ein Speichergerät überhaupt? Nein. Nein, ich darf nicht speichern. Ich darf nur schnell reden und Treppen benutzen. Stairs. Ich traue diesem Ort nicht. Das sind so viele Türen. Der Aufzug kann ich nicht mal mehr anklicken. Das sind jetzt drei Türen. Drei. Durch welche werde ich wohl gehen? Die Tür ist jammed, was auch immer jammed heißt. Die Tür ist kaputt. Und durch die können wir gehen. Warum können wir nicht speichern? Das regt mich jetzt auf. Ich laufe gleich zurück, um zu speichern. Okay. Die Tür ist zu. Okay, hier geht's entlang. Ihr wisst, ich bin anfangs eher misstrauisch. Die Tür ist nicht offen. Und hier geht's lang. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt halt nochmal zurück. Ich habe meinen Redefluss verloren, jetzt bin ich beleidigt. Also gehe ich nochmal zurück, speichere und beende die Folge. Einfach, weil ich jetzt beleidigt bin, weil ich meinen Redefluss verloren habe. Die Tür bewegt sich nicht. Obwohl, warte. Hm, die Tür will nicht öffnen. Da, jetzt habe ich es ganz gut übersetzt. Ganz gut. Und wer das Gegenteil sagt, der wird mit einer Pepperoni geschlagen und mit Socken gefesselt. So, ich laufe hier jetzt entlang, einfach weil ich Bock drauf habe. Ich hätte eigentlich auch genauso gut zurück in den Park gehen können und dort speichern, aber ich laufe jetzt halt hier entlang. Ich nehme mit Absicht den längeren Weg. Obwohl, ist der länger? Nee, ich glaube, die sind beide gleich lang. Naja, egal. Ihr merkt, ich bin deprimiert, weil ich meinen Redefluss verloren habe. Und wenn ich meinen Redefluss verliere, dann bin ich nicht mehr so witzig. Deswegen speichere ich jetzt noch einmal. Kratze mich am Arm. Ich weiß, ihr mögt das Geräusch, wenn ich mich kratze. Deswegen habe ich jetzt mich gerade mal halt direkt vors Mikrofon gekratzt. Ich sage Tschüss und ich mache es schon wieder. Nein, ich habe mich darauf geeinigt. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich sage jetzt halt nur noch Tschüss.